So, jetzt hat. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Ich sehe halt nichts. Von hier. Oh. Ist es gut? Sieht man mich? Richtig? Hört man, sieht man mich? Oi, oi, oi. Ich habe die Kamera noch ein bisschen verändert. Oi. So. Einmal hingeflaggt. Scheiß auf irgendwelche tausend Sachen hier. Kamera an, aus, fertig. Das ist ganz irgendwie Umbau jedes Mal nervig. Passt so? So. Ist auch nicht schlecht. Ist das hier hoch genug? Ist das nicht. Ist nicht abgeschnitten, gell, der Kopf. So. Jetzt kommt wieder tausendmal diese eine Bewegung nach vorne, weil irgendwie der Nacken immer schief ist. Und ja. Mikrofon müsste eigentlich auch passen soweit. So. Ah ja, passt auch genau hier. Jo. Kann ja auch vielleicht nochmal näher so an den Kopf dann zoomen. Aber ich möchte schon ein bisschen Bewegungsfreiheit haben, ne? Warte, warte, das ist nicht richtig hier. Ich muss. Oh. So, jetzt hat. Ist er doch ein bisschen weiter weg, ey. Anders will ich. Müsste vielleicht das Bett doch ein bisschen näher schieben. Ein bisschen näher an den Fernseher, damit ich besser sehen kann. Das geht aber eigentlich. Problem ist, ich habe, seitdem ich am Montag bei der zweiten Impfung war, habe ich ein bisschen mehr Probleme mit den... Mit den Augen. Und irgendwie so auf die Entfernung ist das schwierig. In 400 Metern rechts abbiegen. Und ich habe halt hier mein Krankenbett, sag ich mal, da ich ja auch, ne, nicht wirklich gesund bin. Bei nächster Gelegenheit. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Ach da. Jo. Moin. In 400 Meter links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh. Gestern musste ich halt den ganzen Tag im Bett liegen und das war halt dann für die Füße okay, aber der Rücken, ne, der sagt mir ja nicht danke. Scharf rechts abbiegen. Da ich liege ja doch am Rücken die ganze Zeit. Und liege ja dann auch nicht irgendwie so seitlich entspannt oder so. Es ist doch. Ich bin schon ein bisschen angespannt hier. Ich habe auch nichts mitgenommen. Kein Trink, nichts, gar nichts. Einfach hingehockt jetzt. Hat uns gebeten, Telemetriedaten aller Stuntfahrer bei Horizon Rush. Nur die Fernbedienung, dass ich hier Sachen an- und ausmachen kann. Du wärst am besten von allen. Das sagt er nur aus PR-Gründen. Dann lass uns mit Wissenschaft beweisen, ob du nur bescheiden bist, hm? Nimm den Hoonigan Cossi V2. Mann, aber so richtig geil sitzen hier. Also liegen hier mit dem Kopf ist auch nicht. Fangen wir mit einer entspannten Tour in der Region an. Warte mal. So. Okay. Jetzt vielleicht besser, weiß nicht. Ich nehme noch keine Telemetrie. Ich weiß nicht, wie ich meinen Kopf ablehnen soll. Ich dachte, das wäre Horizon Rush. CC, du hast recht. Neuer Plan. Telemetrie an und drück durch. Lass uns raus aus Los Jardines. Fahr nach Norden, Richtung Copper Canyon. Wir machen ein Abenteuer draus. In 400 Metern links abbiegen. Ist das ein Auto, was dem mir gegeben hat? Gymkhana, Hoonigan, Ford 10, Ford Escort, Cosworth, Group A, okay. Krass. Geht das hier mit dem Ding? Da muss ich wieder so... Wird schon passen mit dem Mikro hier. Links abbiegen. Boah, für die Füße ist das schon krass, ey. Ist schon gut. Oh. Ich spüre erst so richtig, dass sie wirklich wieder wehtun. Zu sehr übertrieben heute. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 okay, freut Metern mich. Rechts abbiegen. Ich
will, dass alles perfekt ist. Ich habe ja auch mehrere Kameras hier. Ich nehme mich auch mit, wenn ich, ich duschen gehe, kochen gehe, aber halt, ich habe da noch keine Kamera. So duschen sowieso keine Kamera. Generell hier. So gut es geht. Wird doch erstmal so bleiben, reicht ja auch. Muss doch nicht überall Camps haben. Schon genug Big Brother hier. In 400 Metern links abbiegen. Aber das ist schon anstrengender für die Augen, wenn es weiter weg ist. Links abbiegen. Ich habe es jetzt wirklich heute verstanden, dass du dich nicht genau an die Strecke halten musst. Pingelig, bin pingelig gefahren immer nach, nach der Strecke, nach den Vorgaben. Musst du aber nicht. Du musst nur im Endeffekt jedes den Checkpoint erreichen. Okay. In 400 Metern links abbiegen. Nein, genau. Also jetzt ein Auto auf der Strecke, ich bin genau da rein. Als ob ich konnte halt nicht irgendwie. Links abbiegen. Das ist schon nicht einfach zu steuern, den manchmal. Könnte höchstens vielleicht 5 oder 10 cm das Bett umstellen. Mach das, bis später. Angenehme Träume. Was soll ich jetzt da einfach? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass da Canyon ist. Ach du Scheiße, Alter. Okay, das war... Ich möchte nicht auf der Strecke bleiben, aber... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So krass habe ich jetzt nicht damit... Warum hat er mich wieder oben hingesetzt? Statt unten, verstehe ich nicht. Also. Das ist anders wild. Sag ich euch. Bei nächster Gelegenheit enden. LOL! Muss ich da runter? Okay, das war dann doch keine gute Idee, greifelt ein. Ja, und natürlich genau in den Baum. Aber jetzt, was ist denn hier? Hey! Ach du Kacke, was ist denn für Berge hier alles? So, bin ich hier noch nie irgendwo gefahren. Ach da. Lol. Ja, ich glaube, ich mach's mir schwerer als das. Das Ziel ist ja gar nicht so richtig da hier. Ich bin dann direkt weit, ist nur so ein Zwischenpunkt. Mehr Landschaft, aber weniger Drift. Bei nächster Gelegenheit wenden. Vielleicht einfach so ein bisschen abkürzen. Aber nicht so komplett crazy, wie ich es jetzt mache. Die Zeit ist schon vorbei. Die Gleise verlaufen bis ganz runter in den Canyon. Touristen stehen drauf. Genau wie Horizon-Schaurennfahrer, wie ich hörte. Ja gut, Zeit ist abgelaufen. Lol. Okay, dann normal fahren, sagst du? Krass. Fangen wir mit einer entspannten Tour in der Region an.
Ich nehme noch keine Telemetriedaten auf. Keine Eile. Ich dachte, das wäre Horizon Rush. Sisi, du hast recht. Neuer Plan. Telemetrie an und drück durch. Lass uns raus aus Los Jardines. Fahr nach Norden, Richtung Copper Canyon. Wir machen ein Abenteuer draus. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Hier hat ja auch Canyon gesagt. Okay, okay. Jetzt könnte ich hier einfach querfeld ein kurz fahren. Nicht ein bisschen was in gespart, oder? Metern hier so? Links abbiegen. Schon ein bisschen. Ich jetzt nicht in eine Baumfahne, wie doof. Das war jetzt schon so. 100 Metern links abbiegen. Kleine Abkürzung. Ich muss langsam anfangen hier. Links abbiegen. Und einfach hier so durch. Links abbiegen. In 200 Metern. Ich muss lernen, das Horizon zu fühlen. Rechts abbiegen. Ich glaube, so fährt man das Spiel auch, oder? Willkommen im Weihe der manchmal Savannah. Hast du die Zeit so knapp, dass du gar nicht wirklich fahren kannst. Also so schnell fahren kannst du mal nicht. Jetzt müsste ich in da... 400 Metern links abbiegen. Ich glaube, dass... Wenn ich jetzt nicht gegen den Baum dann wieder renne, ist es so viel schneller. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Wir müssen auf der Straße. Kann auch mich jetzt wieder scheiße bauen oder ist es okay? Ich versuche halt nur immer so ein bisschen abzukürzen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Weißt du, ob ich jetzt Zeit gespart habe oder verloren habe. Aber das Auto ist auch nicht schlecht. Das muss man es vielleicht merken. Und ich habe kein Foto gemacht, ne? So. Ich glaube gestern, achso ne, ich bin auch noch gut in dem Mikrofon in der Range. Habe ich eigentlich... Ja doch, ich habe das Mikrofon gemutet am Tisch, ich war mir nicht sicher. Metern rechts abbiegen. Wir nehmen die Serpentin runter in den Copper Canyon. Das ist gut, ja. Ich wollte schon wieder so ein bisschen abkürzen. Einfach machen, oder? Einfach machen, komm, es müsste ja gehen hier. Auch hier hätte ich einfach so kürzen können. Ich will es nur nicht wieder so komplett über die Steine fahren. Also über die Steine, über die Mauer, über den Berg, was auch immer. Vorher bin ich ja da so super mal rüber runtergesprungen. Links abbiegen. Ist das ein Rallye-Fahrzeug? Sieht so ein bisschen so an. Links abbiegen.
Auf jeden Fall ist es von der Challenge, von der Challenge her schwerer hier zu spielen im Bett als vom Monitor. So weiter weg und die Augen müssen sich mehr konzentrieren. Siehst du die Gleise? Verlaufen bis ganz runter in den Canyon. Genau, hier waren wir vorher. Genau wie Horizon Showrun. Die Zeit war abgelaufen, aber viel Zeit ist nicht mehr. 20 Sekunden. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh, ich sehe nichts. Wohin? Ich sehe nichts. Alter. Rechts abbiegen. Ach, die Zeit gilt für 3 Sterne nur, okay. Das ist schon eine 5:30. Ja, 6:40, komm schon. Ja, nicht einmal 5:30. Hey, muy bien. Jetzt, wo du dich in der Region auskennst, bekommen wir bessere Telemetrie. Schade, nur. Ich werde Jamin und die Universität anrufen Stern. Und melde mich bald. Aber Bock zu fahren habe ich nicht nochmal. Meine Augen sind schon viel zu müde. Und es ist hier auf die Range schon nicht so geil zu fahren. Amiga. Hey, wir haben einen neuen Forschungsauftrag von der Universität und von Jamin. Also. Boah, ich sehe nichts, Alter. Was? Einfach eine Option, ne, der Zug hier. In 400 Metern rechts abbiegen. Leider zu viele Berge, ich kann ja nicht direkt fahren. Rechts abbiegen. Stärke. Ich habe mich eigentlich immer ins Bett gelegt, damit die Augen in sich entspannen können, aber. Also jetzt sind die Augen hier mehr gefordert. Erstmal, wenn ich bei so einem Ding angekommen bin. Okay. Noch ein Auto, yay. Hola, zum Amiga. Ansehen. Coole Sammlung. Manche der Autos, die du noch nicht hast, kannst du direkt hier von der Automesse kaufen. Ah ja. Okay. Den will ich mal fahren hier irgendwann. Irgendwann passt es. Noch zu sehr, bei der Story fahre ich immer an das Auto und noch zu sehr diesem Auto gefallen. Stuntmeister, ui, hört sich wild an. Meint ihr, es wird einen großen Unterschied machen, weißt wenn ich das du, Bett ich habe diese ganze Ausrüstung, um 10 cm näher schiebe oder so?
Wir könnten genauso gut Stunt-Videos damit ist machen, das, oder? Ist 10 cm. Guter Ratschlag. Entspannter für die Augen. Gracias. Ich bin schließlich Wissenschaftler. Fahren wir los. Du hast alle schon am Pennen, wa? Ich habe am Berg eine kleine Route gebaut. Mit Serpentin und vielen Sprüngen. Zeit runterzufahren. Bleib zum Driften auf den Straßen. Oder nimm eine Abkürzung für etwas frische Luft. Ich werde unterwegs Forschungsdaten sammeln. Du okay. brauchst dich nur um die Fähigkeitsketten für Jamin zu kümmern. Wow. Zeit zum Fliegen. Wir zerstören Sachen. Aber für die Wissenschaft. Ich hätte gesagt, nimm eine Abkürzung. Ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist. Darauf hin, dass Fans von Horizon Rush gerne Alter. Driften. Ich komme da nicht hoch, oder? Zum Ziel. Ist das Ziel nicht da vorne? Ich sehe halt nicht so. Achso, ich muss wieder driften, habe ich gar nicht gesehen. Punkte reicht wieder. Ich schicke diese Fähigkeitskette an die Abteilung für Mathematik. Für zwei Sterne. Muss mal schauen, wo das da ist, das Ziel, ne? Ich hoffe. Auf der Telemetrie? Macht es dir echt Spaß, alles zu zerstören? Nee, wenn ich das ramm, das ist ein Baum, den man nicht kaputt machen kann. Ey, lol, ich hab Punkte gesammelt, das ist ein Baum, den man nicht... Ich kann nochmal alles kaputt machen, den einen Baum geht nicht, oder was? Dann ist egal, komm, zieh dort, fertig. Das sollte genug sein. Ich dachte, hey, ich gebe mir Mühe, dass beim Driften gleich einmal zwei Sterne rauskommt, aber egal. Okay. Mir gefällt das halt gar nicht mit diesem Drift. Zum Hochladen auf die Server der Universität. Was ist mit Jamin? Welches Format ist ihm wohl am liebsten? Jay, poste einfach ein Video und tagge ihn. Wie geht es dir? Für unsere letzte Sandforschung geht es auf zum größten Gefahrenschild im Canyon. Klasse! Jays Idee? Eigentlich von der Universität. Physikabteilung. Aber Jay hat das Auto bereitgestellt. Mach man das noch, oder was? Besser ansehen. Diese Abenteuer sehen fantastisch aus. Gut, dass ich keins wählen muss. Ich will das morgen probieren, dass ich das bisschen nach vorne schiebe irgendwie. Ich hab das Bett ja extra ein bisschen nach hinten getan, damit ich am Rechner mehr Bewegungsfreiheit habe. Und ich habe es glaube ich nach hinten geschoben, als ich gefahren bin. Ah, ich weiß, wann ich es nach hinten geschoben habe. Als ich
mit meinem Lenkrad gefahren bin, habe ich so ein Wheelstand und dann habe ich das einfach... Muss ich das vor den Tisch tun und dann... Bräuchte ich einfach mehr Platz. So, der Stuhl alleine ist egal, wenn noch was davor steht. So was einen Meter nach hinten mich sitzen lässt, dann ist das schwierig dann. Und ich sitze theoretisch direkt vor dem Bett. Ein bisschen näher schadet ja nicht. Da kann ich auch vielleicht noch andere Sachen so zocken und sehe halt die Texte. Du hast dein Ziel erreicht. Sekunde. Hab ne Idee. Was willst du? Ah, oh, sieh. Die Theorie gefällt mir. Mercedes AMG One. Über 1000 PS. Lädt es immer noch? Was meinst du? Lädt es immer noch? Wenn die Universität jetzt gerade meinen Puls messen könnte. Ach, ja genau, ich nehme meinen Pulsmesser in die Hand und sie sagt, Universität Puls messen. Bist du bereit? Ah ja. Ach du Scheiße, okay. Keine Ahnung, was Jay zu Cousine Alle gesagt hat, um das Ding aus der Automesse zu kriegen. Vermutlich, dass es für die Wissenschaft wäre, oder? Was muss ich machen? Fahren Sie zum Gefahrenschild, zerstören Sie das Distanzziel. Hä? Okay. Schlecht zerstören. Für die Wissenschaft! Und nun ab zum Gefahrenschild! Jetzt ist irgendwie 300 wieder schnell. Vorher nur an Auto war 300 nicht so schnell. Krass. Ach, das Springen schon wieder. Das coolste Ding aller Zeiten! Das war okay, so, oder was? Das Experiment ist beendet. Wissenschaft ist wohl gute PR. Wie nur zwei? Oh, ich da ein bisschen. Ja, egal. Hast du noch mal einmal fahren können? Was ist das hier? Wo waren wir denn eben? Das war doch gerade eben nicht so, oder? Also sie springt doch vielleicht noch mal, aber du kannst halt leider nicht einfach noch mal direkt zurück. Du musst dann wieder zurückfahren. Ich meine Toro Loco herausgefordert. El Forzudo? Der Erzfeind von El Campeón, oder? Si, híjole, das wird einfach unglaublich. Ich sage Toro Loco Bescheid. Ich würde so gerne einfach die Rennen neu starten, wenn ich da auch. Auch nachdem ich sie geschafft habe. Mit einem Neustart geht ja, aber nachdem wäre auch nicht schlecht. Links abbiegen. Links
links abbiegen. Also eigentlich würde ich mich da nicht hinlegen. Am besten. Also ich liege ja schon, aber pennen halt, ne? Pennmodus. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Aber so ein bisschen, du schlagst dich um 7 Uhr. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Ja, machen wir das einfach. Okay, so. Oh. Wie ist jetzt? Twitch wegen Namecalling. Wie ist es so? Geht's gut? Warte, das Mikrofon noch näher. Ja. Also. Moment. So. Na klar, wenn du sowas schreibst, die Nachricht zurückgehalten. So. Genau, wegen dem. Genau wegen dem. So, ja, du darfst das Wort nicht schreiben einfach. Du darfst Scheide in einer obszönen Sprachweise nicht schreiben. Ich bin aber schon näher, oder? Sieht man, oder? Schreib's am besten gar nicht, ist doch alles gut. Oh, Battery low. Moment, ich muss kurz mein Headset anstecken. Gleich mal auf die Bannliste setzen hier. Okay, habe ich angesteckt. So, okay. Passt, oder? Ich bin aber schon näher als gestern, oder? Hier, Dead Eye. Also die Kamera ist 10 cm näher gekommen, das Bett ist 20 cm näher an dem Tisch und ich habe hier die ganzen Dinger neben mir, okay. Und das Mikrofon ist halt direkt bei mir. Erstmal entschillen, Mann. Moment. Ist nicht wirklich, ist aber echt so. Und der Winkel müsste ich mal verändert haben. Man hört mich gar nicht. Ist laut, oder? Ich kann auch leiser machen. Die Beine sind safe näher dran, klar. Wenn ihr wollt, könnte ich auch noch ein bisschen ranzoomen. Meine Fresse oder so, mir ist egal. In 400 Metern rechts abbiegen. Fast perfekt. Krass. Scheiße, immer noch muss ich so machen. Ich brauche halt mal andere Bettwäsche, die passt doch nicht so ins. Mir war nicht Bettwäsche, scheißegal, Leute. Einfach gekauft, was für 10 am Aldi gibt oder 20 Euro. So 2,20 mal 2 Meter ist nicht so einfach zu finden. Route wird neu berechnet. So. Okay. Darf nur nicht schreien, weil es ja, glaube ich, direkt hier. Warte, ich muss hier. So, jetzt ist es direkt hier. Was ist denn los, Chaos? Alles klar? Hat Zinke dich wieder geprügelt, das Luder? Keine Grüße gehen raus. Planke. Dann weggerammt. Wir sind noch keine Schwächlinge hier. Also, aber die Fresse muss doch näher sein, oder nicht? Gott, dieses komische Auto-Wrestling hier. Seht ihr, wenn ich euch die Zunge rausstrecke? Ja, das ist es ist an der Zeit für die Schlacht des Jahrhunderts. Fosudo gegen Toro Loco. Ich kann auch noch ein bisschen zoomen, dass mehr ins mein Gesicht reingezoomt wird. Kein Käfig kann sie aufhalten.
Fanaticos de Lucha! Der Kampf beginnt! Das wird ein gnadenloses Rennen bis zum Schluss! Er ist auf jeden Fall näher, ohne Scheiß. Also, auch der Chat ist näher, alles ist näher. Da kommen sie! Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen weiter weggehen, weil irgendwie ist vielleicht zu. Aber wie viel 20 cm ausmachen? Wie viel 20 cm ausmachen? Hab Foto vergessen zu machen, Moment. Andere Autos auch drauf? Okay, let's go. Das scheint zu nah zu sein, du bügelst ja alles am Rand weg. Dankeschön, ich hab Bügeln geübt, Kapi. Zwei Zentimeter ist wichtig und richtig. Ich habe 20 cm mehr im Bett als vorher. Man kennt's, ne? Die Kämpfer verlassen die Arena. Oh. Nee, ich hab's nicht gesehen, dass da lang geht, lol. Warte, lass mich doch ein bisschen aufsetzen hier. Okay, warte. Das ist doch nicht so einfach, das Ganze. So, Dele. Immer Pipo G, schön aufschreiben hier. Einfahren hier. Das ist ja. Es ist trotzdem ganz anders im Bett zu fahren als auf dem Tisch. Sich eins in einem Tag-Team-Rennen. Sie waren Verbündete und besiegten jeden Herausforderer. In einem Finale neues Auto kriegen wir. Nicht, El Campeon rechtzeitig zu taggen. Sie verloren den Meistergürtel. El Campeon verließ das Team. Ich glaube, ich werde wirklich den ich überlege gerade schon, weil ich kann den Chat normalerweise da lesen, dann tue ich das umbasteln. Kaum habe ich irgendwas angefasst, um sich weiter überlegen, was ich es noch besser machen soll mit dem Ganzen hier. Oh, ein mutiger Luchador würde versuchen, hier abzukürzen. Ich verstehe mal, ein mutiger Lutscher? Was für ein Lutscher, Alter? Soll ich denn jetzt die Kamera noch... Hier müssen wir noch Verbesserungsvorschläge sagen. Näher an die Fresse, höher, tiefer, fester, wie ihr wollt. Ne? Müsst ihr mir dann noch sagen, sage ich nicht. Victoria für Toro Loco! Ein gewagter Zug für El Forzudo, Toro Loco herauszufordern. Eine Herausforderung für den Meister. Ha, was ist da los? Beste, Mann. Voll cool so. Wie nur eins. Sicher alles gut? Von der Höhe gut so? Okay. Oh, zu 5 Sekunden schneller und ich hätte 2 Sterne. Komm, wir machen 2 Sterne. Versuchen es zumindest. Wie meinst du volles Programm, hä? Kein Käfig kann sie aufhalten! Fanaticos de Lucha! Der Kampf beginnt! Das wird ein gnadenloses Rennen bis zum Schluss! Entran los Autodores, da kommen sie! Der Bikini ist da, ich kann ihn nur nicht. Der ist halt unter dem Dings da, ne? Der Bikini ist da. Kennst du meinen Bikini-Screenshot, oder? Ich kann ihn jetzt nur nicht einblenden, ich habe keine Sachen hier zum an Ausschalten. Ich habe nichts mitgenommen, nur mich und den Controller. Ich finde die Sicht enorm eingeschränkt hier die mit dem Kämpfer Ding. Verlassen die Arena. Oh! Lol, kurz weggeschaut, weil ich schauen wollte, ob die Kamera über dem Spiegel ist, ey. Von vorgestern, na klar, okay. Ja. Detail war dabei. Bisschen schwierig mit dem Kabel hier. Den Controller sieht man gar nicht, oder?
Fanaticos de Lucha. Ja, warte, ich fahr mit der Sicht hier, weil ich sehe links halt gar nichts. Gnadenloses Rennen bis zum Schluss. So viel besser die Sicht. Entranlos, Autodores, da kommen sie. Ich kann doch nicht gerade sitzen hier. Also irgendwie, ich brauche eine neue Stellung, muss ich finden im Bett hier. Die aktuelle Stellung gefällt mir nicht so gut. Aber man kann sich ja umstellen, nicht so schlimm. Oh, was für ein krasser Kampf! Die Lucha läuft! Ah. Oh, die Kämpfer verlassen die Arena! Wo lang? Da lang. Achso, lol, okay. Hey, wenn du nicht auf die Minimap schaust, ist es halt, die Streckenführung ist nicht so offensichtlich, finde ich, wenn da 20 Straßen sind. El Forzudo und El Campeón begegneten sich einst in einem Tag-Team-Rennen. Sie waren Verbündete und besiegten jeden Herausforderer. In einem Finale schaffte es El Forzudo nicht, El Campeón rechtzeitig zu taggen. Sie verloren den Meistergürtel. El Campeón verließ das Team. Ich verstehe nicht, was es mit Wrestling zu tun hat, Alter. Die sind halt... Das ist halt bescheuert, irgendwie. Nein! Oh Mann, ich wollte jetzt mal abkürzen. Und dann auf einmal sowas. Nochmal. Ich habe Ideallinie und Rückspul aus, sowas mag ich nicht. Ein Fieder muss dort neu angefangen werden, egal ob es 10 Minuten oder 2 Minuten dauert oder eine halbe Stunde. Ein Fehler ist verloren, nur richtiger Fehler halt. Los Atadores, da kommen sie! Oh, was für ein krasser Kampf! Die Lucha läuft! Ich check es, glaube ich, soll irgendwie so mexikanisches Wrestling sein. Mit Autos, aber... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Oh, die Kämpfer verlassen die Arena. Wow! Mach das, Grumbles. Schlaf gut, angenehme Träume. Danke, dass Sie da waren. Es ist ein bisschen schwer, das Chat zu lesen. Während der Fahrt. Ich muss mal woanders schauen. El Forzudo und El Campeón begegneten sich einst in einem Tag-Team-Rennen. Und dann ist jedes Mal das Gelaber, ne? Sie waren Verbündete und besiegten jeden Herausforderer. In einem Finale schaffte es El Forzudo nicht, El Campeón rechtzeitig zu taggen. Sie verloren den Meistergürtel. El Campeón verließ das Team. Wird doch egal. Luchador würde versuchen, hier abzukürzen. Ja, und dann ins Haus rennen, genau wie vorhin. Beste. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen nach hinten haben. Aber von der Entfernung ist voll krass. Ich will 20 cm ausmachen bei so einem Monitor. Gran Victoria für Toro Loco! Ein gewagter trotzdem nicht gut gefahren. Toro Loco herauszufordern. Eine Herausforderung für den Meister. Ha, was ist da los? Ah ja, okay. Zwei passen. Okay, reicht 2 Sterne. Dieser Kampf
könnte nicht spannender sein, aber er ist es! Toro Loco muss einen dieser Krieger unterstützen. Wird es El Forzudo? Da fahren wir mit dem VW. Mhm. Er hätte ihn gerne durch die Bache heizen sehen. Kommst du? Habe ich das schon? Nein, haben wir nicht. Hör dir das an. Gestern Abend habe ich auf dem Festival amerikanische Sammler getroffen, die hier in Mexiko einem Klassiker auf der Spur sind. Also habe ich mir gedacht, wenn wir ihn zuerst finden. Ist es aber nicht zu knapp mit dem Kopf hier mit der Kamera? Soll ich nicht noch ein bisschen höher machen, das Ding? Oder wenn ich mich noch ein bisschen höher aufsetze, ist der Kopf auch bestimmt, oder? Links abbiegen. Ich muss halt irgendwie mir noch was verkabeln, dass ich mir einstellen kann hier, dass ich den Stream halt sehe. Dass ich da umstellen kann einfach. Das wäre aber wieder anders wild, das Verkabeln, ey. Da kann ich halt live, wenn ich im Bett liege, umstellen den Stream. Das kann ich ja hier jetzt nicht. Dein Ziel erreicht. Ist die Bilder auch noch schmutzig? Habe ich da nichts zu putzen? Ne? Ich habe alle Mods und Extras abgenommen, so wie Papa Fernando ihn 1963 gekauft hat. Puro Wocho Original. Trotzdem eines der coolsten Autos überhaupt. Verdad? Okay, bringen wir ihn zurück. Solange wir ihn nicht wieder verlieren. Das ist aber jetzt kein Getunter, oder? Ach, doch, oder? Ach du Scheiße. Na klar. Na klar. Sogar mit Kameraveränderungen und so näher dran. Bett verschoben, Kamera verschoben. Das war wunderbar. Nicht nur all die Watchos. Aber ist entspannter für die Augen, ist nicht mehr so weit weg, voll geil. Und Papa Fernando. Wenn wir dieses Auto fahren, dann fühlt es sich so an, als wäre er bei uns, oder? Ich werde sein Bild neben das hängen, das wir machen, sodass er in der Garage immer über mich wachen kann. Verstehe. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das mit mir teilst. Mund, gibt's Neuigkeiten am Telefon? Wirklich, er hätte dich sicher auch gemocht. Manches. Machen wir das Foto, solange es noch hell ist. Ah, juckt. Juckt. Ich sitze irgendwie so schief, so nach links schaue ich. Oh. So, morgen, wenn es hinhaut mit meinen Füßen, kann ich mich rasieren dann. Aber es ist safe angenehmer. Ist alles viel näher. Auch der Chat ist näher. Mit diesem Kabel überlege ich mir, dann kann ich das verändern. Ne? Das Foto wird entwickelt, uiuiui. Perfecto. Als er hier das Foto machte, war es das Ende. Aber für uns ist es gerade mal der Anfang. Muchísimas gracias. Für alles. Wir haben Papa Fernandos Bild immer auf der Ofrenda für den Día de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Kann ich jetzt auch nicht steuern? Sag ihm, der Bocho ist in guten Händen.
Das ist er. Abuela Rosa sagt, ihr Papa hätte gewollt, dass der Wocho an einen Fahrer wie ihn geht. Ich sehe das genauso, also er gehört dir. Jawohl, guck mal. Ich hab den VW bekommen, wäschte. Alejandra, nein. Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Taller bringst. Und jetzt raus hier. Du hast noch die Ruhmeshalle vor dir. So haben Papa Fernando und ich Zeit, an neuen Ideen zu arbeiten. Krass, ey, wie nah das jetzt alles ist. Ich kann's gar nicht glauben. Einfach 3 Sterne. World First.